Oh, so lange ist er. Warte mal. Ach, er ist Gallus? Ach, aber so lange ist er noch gar nicht hier. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Och, naja, mir hat da. Ich hab den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer frei? Och, den hat's entschärft. Tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Ja, das habe ich für dich. Ich wollte eigentlich noch reich werden. Nee, wir sind mal ehrlich. Ich habe das ja für die Gölde, nee, noch Troll. Ein sehr edler Gedanke für jemanden in unserem Geschäft. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Ich hatte Hilfe. Ja, sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Ja, es lässt sich nicht ganz. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Du bist schon tot. Wie kann. Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee. Die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Oh, dann bist du wohl. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Tja, dann müsste ich doch mal eigentlich aufmachen, ne? Damit du sterben kannst, mein Kollege hier, oder? Meine Kräfte schwinden und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Okay, kennt ihr ihn? Ja, was ist mit den. Was ist mit den. Ach, es gibt noch andere. Was wird mir. Ja. Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Oh, bringe Nystroms Tagebuch in den Besitz. Na gut. Ja, der auf mich. Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Denkt doch einmal an die Gilde, in welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Ach ja, das hat der Kalier auch schon erzählt. Und jetzt ist ein Jahr Slippen. Es gibt nur wenige, die Nocturnal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Welche anderen Nachtigallwächter? Ich kann hier immer Fragen stellen über Leute, die ich noch gar nicht kenne. Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele noch ihre einstige Identität. Warum kannst du das dann, mein Lieber? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Na gut. Warum? Südenschluss nicht, aber natürlich. Hat er auch gerade erklärt. Immer die
Nachtigallwächter beeinflusst. Es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Solltest du wohl nicht. Nun gut, dann hat Gallus... Nachtigall. Warum ist denn hier eine Karre? Nun gut. Ignorieren wir diesen Fakt hier einfach mal, dass hier irgendwie eine Karre rumsteht, die auch noch ziemlich neuwertig aussieht, nicht verfault ist und. Und 25, na gut, 25 Jahre in so einem kalten Grab, ohne dass man sich mit jemandem unterhalten kann, sind natürlich doch recht lang. Ja, der Mörser, der hat da anscheinend doch einiges mehr kaputt gemacht als gedacht. Das hat er am Anfang sich eigentlich nur so dargestellt, als hätte er so ein bisschen was demoliert und naja, hat er halt gemacht und dann war alles gut und dann, naja. Aber nein, irgendwo hat er doch ganz schön eine Spur hinterlassen. Sieht schon wieder so schrecklich nach altem Mordgrab aus. Und anscheinend ist hier auch nur viel Kulisse, die einfach nur episch aussehen. Ach, guck mal. Kick an. Ich habe nur die falsche Seite erkundet. Oh, was hat er denn hier? Listenkriegsachse Erschwächung? Oh. Nystroms Tagebuch. Dann gucken wir noch mal, was der gute Nystrom zu sagen hat. Stellen wir uns irgendwo ins Licht hin. Wir können ja. Aber immerhin, er macht immer hier die Fackeln an. Der schaufelt Kohle nach, wo immer er die her hat. Dann lesen wir noch mal Nystroms Tagebuch. Vielleicht hat er noch ein paar gute Tipps für uns. 150. Wow. Ich habe. Geh weg, Schrift. Geh weg. Ich habe keine Ahnung, warum ich von Anders zu diesem Unterfangen habe überreden lassen. Er sprach davon, diesen Ort steckt voller Reichtümer, aber ich habe noch kein einziges Goldmünze zu Gesicht bekommen. Was alles noch schlimmer macht, die Priester beginnen langsam Verdacht zu schöpfen, dass wir gar nicht die sein könnten, für die wir uns ausgeben. Sollten sie dahinter kommen, dass wir nur so tun, als wären wir die Priester Nocturals, werden sie uns garantiert nicht nur höflich zum Gehen auffordern? Ich muss jetzt vorsichtig sein. In meiner Rolle als Altardiener Nocturals wurde mir ein Mentor zugewiesen. Ein alter Dunkelelf namens Lutilus. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ihm vielleicht ein paar Informationen über den Pilgerpfad entlocken. Anders schwört, sämtliche Schätze des Tempels wären im inneren Heiligtum verwahrt, das sich am Ende des Pfades befinde. Meine Aufgabe ist es also, uns durch die Hindernisse zu manövrieren, die davor liegen. Lutilus war leichter zu überlisten, als ich erwartet hatte. Es erwies sich als wahrer Fundgrube, was den Pilgerpfad angeht. Allerdings sprach er stets in Rätseln. Ich werde versuchen, hier niederzuschreiben, was er mir verriet und es anders zeigen, wenn er es mit seinem Mentor fertig ist. Das Einzige, worüber ich Lutilus sich tatsächlich im Klaren zu sein scheint, war, dass der Pfad 5 Prüfungen umfasst. Ansonsten sagte er Folgendes darüber. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Über allen stehen sie, in ewiger Wacht, Sklaven Dunkelheit und doch umhüllt von Licht. Gibt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneint das Materielle. Denn am allersehnlichsten wünschen sie sich das, was weder gesehen noch gefühlt noch getragen werden kann. Direkt und doch nicht direkt, der Weg des zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Die Reise ist vollendet, die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen, zögert nicht, eurem Wunsch nachzugeben, ihr eure ewige Ergebenheit zu schenken. Abgesehen davon murmelt er noch verschiedenen Unsinn wie, die Nacht ist der neue Tag und dass sie der Geist der Sonne sei. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese kryptische Anspielung bedeuten sollen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass Anders und ich all unsere gesammeltes Wissen beim morgigen Ritual auf die Probe stellen werden. Nicht hilfreich. Ja, mein Freund. Wie kann ich helfen? Auch gar nicht. Ich hätte gerne mal gesehen, wie er unter der Maske aussieht. Aber ich glaube, es ist recht schwierig, Geister zu looten. Warte mal. Kreative Idee. Taschendiebstahl bei Geistern. Verdammt, Gallus hat leider irgendwie nichts dabei. Na gut. Na gut. So, dann gucken wir mal. Was haben wir da? Also erstmal mal einen zerfallenen Gang und einen unsichtbaren Monster, der die ganzen rumspackt. Ich will mal ein bisschen nach links und rechts gucken. Ich schleiche mal lieber. Ich hole schon mal den guten Nachtigallenbogen raus. Ich gehe hier mal nicht sofort offensichtlich runter. Das scheint mir... Oh, die sind so komisch lila. Was ist mit denen los? Komme ich an die ran? Nächste Frage, kann ich mit denen reden? Okay, ich kann nicht mit denen reden. Schade eigentlich. Wäre ganz witzig gewesen, aber na gut, dann müssen wir die... wohl auf die althergebrachte Art und Weise einfach niederknüppeln. Und die sind aber schon... Ja, die haben ein eigenes Soundsample gekriegt. Oh Gott. Oha.
Oha. Starke Nachtigallen. Oha. Oha, 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 oha. Das wird nicht einfach. Ja, vor allem, wie leicht die mich entdecken können. Krass. Na gut, ich renne hier auch in einem ziemlich gut beleuchteten Raum rum. Das ist jetzt nicht so überraschend. Eigentlich ein Wunder, dass sie mich überhaupt... dass sie mich nicht so leicht sehen können. Und die backt hier ein bisschen rum. Ich hab diesmal ziemlich übersehen. Ein Geist, der sitzen muss? Oh Gott, ich bin tot. Was macht der denn? Warum ist denn der gerade? Nun gut. Da fällt mir noch gerade ein. Ich habe doch noch einen sakralen Elfenbogen. Da wird mir doch sicherlich viel Freude bereiten. Was hat... hat... oh Gott. Schade. Irgendwie, das ist das genaue Problem, was ich mit Furcht halt immer habe. Dass die Viecher, die ich mit... dass die Viecher, die ich mit den Fähigkeiten, mit diesen speziellen Extras töten möchte, viel zu stark dafür sind. Oh, die wird gerade stofflicher, oder? Wuhu! Ach, ich schieße ja gerade mit Orkpfeilen um. Ich habe hier auch gar nicht mehr so viele von. Geisterhafte Übung. Die Elfenpfeile gehabt. Oh, noch ein Pfeil. 2000 irgendwas Abendsternband, bla bla bla. Okay, nicht so interessant. Aber was haben wir hier noch? Ach, kick an. Kick an. Eine Geheimtür. Nehmen wir uns den. Oh, oh. Das hat sich definitiv gelohnt. Obwohl es im Nachhinein ein bisschen unklug war, dass ich hier umgehauen habe. Das hätte auch... ich glaube, ich wäre hier auch ganz gut durchgekommen, wenn ich sie nicht getötet hätte. Großer Seelenstein, Rabel... ach komm, die wiegt nichts und ist viel wert. Dinge, die viel wert sind und nichts kosten... Dinge, die viel wert sind und nichts wiegen, kann man eigentlich immer mitnehmen. Schon so allein aus Prinzip, das ist ja mal... mal quicksaven wir mal lieber, bevor wir hier am nächsten Geist verrecken. Die sind... also wenn hier mehr als ein so ein Geist gleichzeitig kommt, dann bin ich, glaube ich, so gut wie tot, weil... das gelbe Buch der Rätsel. Oh, guck mal, Gold! Weil das ist. Die sind ja doch ganz schön stark, die Nachtigallen. Ich muss ja sagen, ich fühle mich da noch nicht ganz ebenbürtig zu den Kollegen. Schwaches Gift, naja. Verlängerte Unsichtbarkeit. Inzenz des Taschendiebstahls. Jawoll! Alles gut, alles gut. Nun gut, dann geht's doch hier unten lang. Der Tod! Ja! Aber ich hau einfach ab. Jetzt bin ich weg. Das kannst du mich nicht mehr finden. Auf zumindest. Verdammt, den habe ich gerade übersehen, den komischen Typen. Wo kam der denn her? Ja. Magst du das Wagnis nicht? Oh, scheiße. Kollege, das ist nicht nett von dir. Gut, wir brauchen also irgendwas Starkes. Gift des langen Leidens? Nein. Also erstmal brauche ich einen Heiltrank, das ist ja auch klar, aber ich bräuchte trotzdem irgendwie ein Gift. Losung der Stärke, das bringt mir noch an nichts. Was habe ich denn? Habe ich denn hier kein starkes Gift? Magicka-Gift, das bringt mir noch alles nichts. Dann nehmen wir halt erstmal Wundertrunk des Volltreffers, das hilft mir bei Bogenspaß ja immer. Weiter und... ich muss halt bloß treffen. Der trifft auch verdammt gut, der Kollege. Mit Bogen habe ich, muss ich auch sagen, habe ich deutlich bessere Chancen als im Fernkampf, weil... Alter. Also wie ich gerade sagte, habe ich ja im Fernkampf viel bessere Chancen als im Nahkampf. Wohl nicht. Verdammt. Ja, das konnte ja auch keiner ahnen, dass dieser... ach, Salz der Leere, das habe ich letztes Mal übersehen. Naja, jetzt haben wir es dabei. So, jetzt nochmal den Geist hier. Oh, hallo. Hallo, Chat. Kann ich lautlos fallen? Muss ich nebenbei? Kann ich das? Ja, ich kann lautlos fallen! Schleichangriff 30-facher Schaden. Schleichangriff 12-facher Schaden. Dieser Gegenstand ist nicht ausreichend aufgeladen. Oh, warte mal, da müssen wir mal. Das kann ja auch nicht sein, dass hier meine. Nee, mehr Runsklinge kann ja nie alle gehen. Aber hier, Klinge der Nachtigall. Hau mal da einen gewöhnlichen Zehenstand drauf. Jo, es reicht. Schön, schön, schön. Oh, was haben wir denn? Was haben wir hier für ein lustigen Falken drauf?
Ach so. Ach ja, stimmt, wir sind hier immer noch. Na gut, ja, doch. Ja, doch, doch. Ich kann mir ungefähr erklären, was das hier sein soll.